Mein Name ist Fabio und heute geht's dann auch endlich mal weiter. Ich habe extra schon ein bisschen präventiv auf die Intro-Taste gedrückt, damit das schon mal läuft. Und naja, jedenfalls geht's jetzt weiter. Es ist die erste Folge mit dem semi-neuen Setup. Ich habe jetzt noch einen Monitor über mir hängen. Und auf dem habe ich jetzt mein Aufnahmefenster. Das ist geil. Okay, jedenfalls gibt es jetzt als erstes mal eine neue Anschaffung. Und zwar, warum ist der hier nicht? Und zwar suche ich einen Stepper. Da ist er. Da ist er doch. Den da will ich mir kaufen. Der hat zwar keinen Kran, das will ich aber auch so, weil ich mit dem eh nicht umgehen kann. Weil der ist jetzt günstiger, glaube ich. Der originale kostet 52.000 oder so, ne? Wo ist er? Da. Ne, 54.000 sogar. Und, naja, wenn ich das ihn nicht kann, warum soll ich ihn haben dann? Eventuell brauche ich auch noch einen neuen Schlepper. Weil ich im Moment ja nichts frei habe. In dem habe ich hinten Stumpenfräse und das Ding. Und welche Stumpfräse mal eben los? Habe ich schon eine Schaufel gekauft? So lange. Ja, die habe ich. Wo ist die eigentlich? Ist die noch unten oder was? Ich habe so lange nicht gespielt. Wo ist die? Da nicht? Da? Nee, hä? Da, ganz hinten. Okay, dann hole ich mir mit dem jetzt eben den neuen Anhänger. Und dann kann es auch losgehen. Da oben ist sie. Ah. Hier ist, glaube ich, also der Platz, wenn man zurücksetzt. So. Dann hole ich mir jetzt eben den neuen Anhänger ab. Dann kann ich mit dem hier Bäume fällen, die ein bisschen kürzer schneiden und dann da hinten drauf liegen und dann verkaufen gehen. Dann kann ich ganze Baumstämme verkaufen. Das ist cool. Aber im Moment habe ich halt noch so viel Geld, dass ich eigentlich mich auf die faule Haut legen könnte und nichts machen würde. Ich habe jetzt dem heutigen Spieltage 603.000 für neue Fahrzeuge ausgegeben, aber über das noch mehr als das und noch einiges aus Verkaufen reingeholt. Also insofern ist das echt easy. Ich könnte ja jeden Tag so viel ausgeben. Ich könnte mal die Zeit auf mal 5 stellen. Da passiert ja auch mal was. Hier ist das ja, glaube ich, auch nicht so relevant wie jetzt zum Beispiel in der Staffel 2 LP, wo dann immer so beim Groben ich nicht auf 120 stellen will und sonst auch nicht immer auf mal 1 oder sowas haben will oder mal 5, weil sonst eben das schon wächst, bevor ich gedunkt habe, und das ist dann auch nicht so geil. Das möchte ich dann ja auch nicht. So, gleich mit dem Shop auch endlich mal. Ich vermisse das irgendwie, dass man da lang fahren kann. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Irgendwie den Weg dadurch geht's auch nicht mehr. Nee. Schade. Wie gesagt, ich find's schon schade, dass hier der Shop so stark umgeändert wurde. Ich habe den hier auch noch gar tatsächlich nicht getestet. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob der jetzt irgendwie fehlerfrei funktioniert. Aber die leuchten immer. Okay, ich denke, das sollte eher nur ein kleineres Problem sein. Das heißt, jetzt nehme ich mir mal einen Baum vor und versuche, den dann mal irgendwie aufzuladen. Da passt auch. Nee, so nehme ich mir nicht vor. Ich versuche erstmal den anderen Frost.
hat der eigentlich eine Nummer? Nee, hat er nicht. Der auf 28. Den versuche ich mir mal ein wenig kleiner zu machen. So, den hier. Das ist alles so schön in Reihen gepflanzt. Echt krass, voll alles in Reihen. Geil. Okay, abkuppeln. Dann hole ich gleich nochmal den Intrag, weil ich glaube, dass der mir vielleicht doch hilfreich sein könnte. Soweit funktioniert auch alles ohne Lags, aber ich glaube, dass der Ingame-Sound doch ein bisschen zu laut ist. Ich glaube, so ist besser, wenn ich die Pegel richtig deute. Einmal lang gehen mit dem Asten. Ich dachte gerade, mir fiel irgendwie ein Wortwitz zum Asten ein. Aber dann doch nicht. Schade eigentlich. Wieso? Wortwitze sind doch toll. Hey, Wortwitze. Vielleicht kaufen wir den Ponse dann doch nochmal irgendwann wieder. Den Forester. Nicht den Forwarder. Nee, den Harvester. Ah, ich habe Gewicht vergessen. Nee, dann jedenfalls kappe ich den hier mal eben. Zack und durch, oder? Sollte der auch nicht umkippen, wenn ich den hochhebe? Genau. Das ist ja, hey. Leider rollt dieser scheiß Baumstamm jetzt weg. Vielleicht kriege ich den ja trotzdem noch rein. Ja. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja, Mann. Jawohl. Ach, jetzt hängt er eh am Baum. Ach, okay. So, jetzt kabel ich mir den wieder weg. So. Und jetzt säge ich den wieder hier ab. So in etwa. Passt bestimmt schon. Und der rollt jetzt wieder weiter. Du Drecksding. Ne, tut er nicht. Super. Das ist gut. So möchte ich das. Okay, ich glaube, hochfahren. Hochheben und rückwärts fahren mit einem Fahrzeug, das zusätzlich Vorderradantrieb hat, ist nicht so die beste Idee. Das war gerade scheiße, was ich gemacht habe. Vielleicht kriege ich den so ja doch noch rein. Das klingt falsch. Ist mir aber egal. Ich muss mir gleich mein Gewicht holen. Der war ja noch länger als der andere. Das klang auch wieder... Egal. Ich lasse es jetzt einfach. Ich versuche mal, ob ich den noch ein bisschen nach vorne buxieren kann. Weil der mir ein bisschen weiter hinten liegt. Jawoll. Hier klappt's ja alles gerade richtig gut. Ey. Okay, den nächsten. Gucken, ob ich den denke. Na, oh ja. Das hat sogar einigermaßen geklappt. Das hat echt geklappt. So.
das doch noch ein bisschen. Hier sieht gut aus. So. Im Idealfall kann ich das, diese Folge noch verkaufen. Das wäre monströs. Gigantös. Pompös. Ui. Also. Der ist noch wieder länger. Das wäre fast schief gegangen. So, den will ich aber auch noch ein bisschen weiter reinschieben. Das habe ich extra gesagt. So. 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 Egal, Mann. Okay, drei Teile mache ich daraus noch. Dann bin ich mal gespannt, was die mir so geben. Theoretisch kann ich den so heben. Yep. So, kann ich mal durchsehen. Ja, daraus muss ich auf jeden Fall noch zwei Stücken machen. Boah, hast du gesehen, wie ich den rumgekriegt hab. Der ist richtig lang, der ist zu lang. Der ist unter Umständen etwas zu lang. Ja, ich glaube, der ist unter Umständen etwas zu lang. Ich glaube, der ist nicht nur unter Umständen etwas zu lang. Eigentlich bräuchte ich ja jetzt eine rote Fahne, so um zu kennzeichnen, dass es jetzt zu lang ist. Beziehungsweise, dass ich Überlänge habe. Die Folge übrigens auch, Überleitung des Todes, aber ich, das heißt nicht, dass ich sie jetzt beende. Und ich glaube, ich werde den jetzt einfach hier trotzdem in einem Stück draufpacken. Oder ich mache das so richtig cool, dass ich den jetzt einfach dann drüber halte, absäge und dann einfach den anderen drauflegen kann. Ja, das ist geil. Nee, noch ein bisschen kürzer hätte ich den gerne. So, wenn ich jetzt absäge, dann sollte er auch genau reinfallen. Es klappt alles so super gerade. Hier würde ich den mal absägen. Jawoll. Ja, Mann. Passt hier richtig gut alles. Ich glaube, das wird der Folgentitel. Es passt alles richtig gut oder irgendwie sowas in die Richtung. Sieht irgendwie komisch aus hier oben, das da mit den Ringen, dass das irgendwie so die Textur so komisch ist. So, der sitzt jetzt nicht richtig drin, aber das kann ich ändern. Nee, ich schiebe jetzt alles nochmal ein bisschen tiefer rein. Egal. Lassen wir das. Reicht. Ansonsten komme ich bei dem Rest mit den Brooks. Genauso wie mit diesen kleinen Scheißstückchen. Bei denen kann man nichts anderes machen. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt nichts runterfällt. Das machen wir bitte alle zusammen.
sonst muss ich mir dafür doch noch einen Bruchsuhren kaufen. Verdammt. Es war so klar, dass gleich auf dem ersten Meter was abfällt. Dass die Folge jetzt so lang ist, ist mir auch hoch, warum es da fällt. Aber allein schon. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Da lang wollte. Muss ich tiefer? Ja. Nein. Jetzt steht da senkrecht. Ich will das trotzdem diese Folge machen. Das Wegfahren mache ich in der nächsten Folge. Oder das wird so ein Hackschnitzel können. Ich schieb den jetzt einfach zur Seite. Damit er hier nicht, mich nicht weiter behindert. So, und dann kümmere ich mich um ihn später. Also. Überlange Folge. Das war es jedenfalls jetzt fürs Erste. Und nächste Folge geht es dann weiter. Nächste Folge fahre ich den dann weg. Ja, also. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann und ciao.